Hallo und leg auf! Heute wollen wir zusammen unseren Schnorchel montieren. Dafür seid ihr am besten zu zweit. Heute habe ich mir unseren Micha zur Hand geholt. Und wir planen am besten ca. 3 Stunden für die Montage ein. Los geht's! Im Lieferumfang unseres Schnorchelpaketes sind folgende Teile enthalten. Unser wartungsfreier Top-Airlift-Filter, unser Schnorchel, unser Ansaugrohr, eine Dichtung zum Durchführen der Karosse, 2 Schlauchschellen und verlängerte Schrauben zum Befestigen des Schnorchels. Im Lieferumfang des neueren 4matic Sprinters ist unser Austauschluftfilterkasten enthalten. Diesen tauscht ihr gegen euren original vorhandenen Luftfilterkasten aus und sendet uns euren älteren Luftfilterkasten einfach zurück. Für den Anbau unseres Schnorchels benötigt ihr folgendes Werkzeug: 100 mm Lochkreissäge, Dremel, Multitool, geeignetes Reinigungs- und Konservierungsmittel, ein Nusskasten und Sikaflex zum Verfugen. Im ersten Schritt öffnen wir die Motorhaube und entfernen das Verbindungsstück zwischen Luftfilterkasten und Ansaugstrakt. Für das Anzeichnen der Bohrung benötigt ihr unsere Bohrlehre. Diese schicken wir euch gern per PDF zusammen mit der Anbauanleitung zu. Die Bohrlehre ist zwischen den gekennzeichneten Stellen des Kuttflügelfalzes zu legen und anzumalen. Mit einer 100 mm Bohrkrone ist eine Bohrung des Kuttflügels und des inneren Kuttflügels herzustellen. Nun bohren wir den Ausschnitt mit 100 mm. Für die Feinarbeiten verwendet ihr am besten einen Dremel. Anschließend entgraten wir den Kotflügel und entfetten alle Stellen. Anschließend versiegeln wir alle offenen Metallstellen. Im nächsten Schritt entfernen wir die äußere Verkleidung der Aussäule und entfernen die beiden Verschraubungen des Türscharniers. Achtung, öffnet währenddessen nicht die Tür. Die originalen Verschraubungen des Türscharniers werden mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigt. Nachdem die Versiegelung der Bohrung im Kuttflügel getrocknet ist, befestigen wir die Gummidichtung im äußeren Kuttflügel. Als nächstes schieben wir den Schnorchel durch den Kuttflügel und verschrauben ihn mit der Befestigung am Türscharnier. Achtung, denkt daran, verwendet die neuen Befestigungsmittel. Achtet beim Verschrauben des Schnorchels mit dem Türscharnier darauf, dass die Originalposition der Tür wiederhergestellt wird. Nun stellen wir den Ausschnitt der Aussäulenabdeckung her. Dafür haltet ihr die Aussäulenabdeckung an der Befestigung des Schnorchels, kennzeichnet euch den auszuschneidenden Bereich und schneidet ihn am besten mit Hilfe eines Multitools aus. Jetzt können wir die Abdeckung der Aussäule ohne Probleme anbringen. Jetzt geht es mit den Ansaugstützen weiter. Circa 6 cm hinter dem Fleckstück kürzen wir den Ansaugstützen. Jetzt können wir den Ansaugstützen ohne Probleme in den Luftfilter wieder einbringen. Als nächstes nehmt ihr euch den Ansaugschlauch und passt ihn auf die gegebene Länge im Motorraum an. Mit Hilfe der 90 mm Rohrschellen befestigt ihr den Ansaugschlauch am Luftfilter und danach am Schnorchel. Zu guter Letzt setzen wir den Vorfilter auf den Schnorchel und ziehen ihn
mit ca. 30 Newtonmeter am Snorkel fest. Abschließend verfugen wir die Kotflügeldurchführung mit einem geeigneten Fugenmittel. Das war's schon wieder mit unserer Anbauanleitung. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Solltet ihr euch die Montagen nicht zutrauen oder das benötigte Werkzeug nicht bei euch im Regal liegen haben, kontaktiert uns gern für einen Montagetermin. Bis zum nächsten Mal.